CDU, CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages. So eine Haushaltsdebatte ist ja immer Gelegenheit und Gegenstand, auch sich nicht bloß auf den je einzelnen Gegenstand, den Etat zu konzentrieren, sondern die Politik, das Politikgeschäft insgesamt zu betrachten. Opposition und Regierung stellen natürlich die Erfolge oder Misserfolge, die Pläne, die Absichten in unterschiedlicher Weise dar. Das ist ja gar nichts Neues. Eine Kostprobe haben wir ja heute Vormittag erlebt, nicht beim Haushalt der Bundeskanzlerin bei der Generaldebatte, als die Oppositionsparteien den untauglichen Versuch unternommen haben, diese doch wirklich erstaunenswert guten Zahlen dieser Regierung doch etwas ins Abseits zu stellen und ins Zwielicht zu stellen. Aber das ist Ihnen nicht gelungen. Wir machen eine sehr gute Politik, und so heftig wie bei der Bundeskanzlerin wird es beim Etat des Außenministers ganz gewiss nicht zugehen. Erstens ist die Politik sehr gut und die Zahlen sind noch viel besser. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor etlicher Zeit hat man noch meinen können, dass es in der Außenpolitik, dass man die Außenpolitik doch fast einstampfen könnte, dass die Außenpolitik ihre Aufgaben verloren hätte. Aber heute hat sie Hochkonjunktur in der Tat, weil die Welt, Sie haben das so gesagt, Herr Außenminister, vor kurzem die Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint. Vor etlicher Zeit, meine Damen und Herren, war das anders. Wir hatten eine Entwicklung in unserer Zeit miterleben können, die wir geradezu als goldene Ära bezeichnen können. Wünsche sind in Erfüllung gegangen, die sich politische Generationen gewünscht hätten. Wir haben die deutsche Wiedervereinigung gesehen, den Fall des Eisernen Vorhangs, den Niedergang des Ostblocks. Wir haben gesehen, dass der Warschauer Pakt aufgelöst worden ist, und die KPdSU ist in der Sowjetunion verboten worden. Der Kalte Krieg war zu Ende, und wir hatten als Deutschland keinen einzigen äußeren Feind mehr. Das war für uns geradezu staunend, haben wir diese Entwicklung, diese revoltierende Entwicklung in den 90er Jahren gesehen. Und die Länder Mittel- und Osteuropas haben ihr Glück in dem Anschluss an Westeuropa gesehen. Sie haben gesehen, dass Europa, die EU, eine Faszination ausübt. Und 10 Länder sind Anfang der 2000er Jahre, die Balten, die Ungarn, die Polen und alle anderen, nach Europa gekommen, die Bulgaren und die Rumänen dann hinterher. Zu unserem Glück sind wir vereint, hat Frau Merkel richtigerweise sagen können, als vor 10 Jahren das 50-jährige Jubiläum der römischen Verträge gefeiert worden ist hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat diese Euphorie, diese Hochstimmung, hat die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht überdauert. Heute sehen wir das eher ein Auseinanderklaffen, als ein Auseinandergehen, fast schon auseinandertreibende Kräfte in Europa auf dem Vormarsch sind. Der Brexit ist ein Beispiel dafür, Tendenzen in Ungarn, in Polen, manches andere könnte ich nennen. Und die Konflikte sind auch nicht gelöst. Die Konflikte sind auch nicht gelöst, weder in Afghanistan noch in Syrien, im Irak oder anderswo. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Außenpolitik ist gefordert, in der Tat. Und wir haben keine militärischen Mittel, um hier helfend eingreifen zu können, um verändernd eingreifen zu können. Ausschließlich die diplomatischen Mittel sind es und auch die finanziellen Mittel. Und das machen wir, in der Tat. Auf die humanitäre Hilfe ist eingegangen worden, und die haben wir eingesetzt und nach Kräften, Herr Nuripur, Sie haben das gesagt, auch erhöht. In der ersten Lesung kam etliche Kritik, dass die Mittel für 2017 deutlich unter denen von 2016 liegen. Ich selbst habe damals im September gesagt, dass wir nicht zurückfallen werden mit unseren Anstrengungen für 2017 gegenüber unseren Ausgaben von 2016. Und heute melden wir Vollzug. Und heute melden wir Vollzug. Und wir haben eine gute Arbeit gemacht im Haushaltsausschuss. Und wir können ein gutes Zeugnis ausstellen. In der Tat. Ich danke auch Herrn Schäuble und den Kollegen auch des Haushaltsausschusses, den Berichterstattern insbesondere. Frau Barnett, ich gebe das Lob auch zurück. Wir spielen uns da die Bälle schön zu. Du lobst mich, ich lobe dich. Das schaut ja gut aus hier. Und unser erster Ansatz war ja lediglich 730 Millionen Euro. Wir haben das erhöht.
Wir haben das erhöht auf um 475 Millionen Euro zusätzlich auf jetzt 1,2 Milliarden Euro. Und eines möchte ich auch noch sagen, wir behandeln die Haushalte nicht so nach dem Motto Vogel frisst oder stirbt, dass der Finanzminister das Kabinett was vorlegt. Wir ändern das auch ganz gewaltig. Mehr als 40 Veränderungen haben wir vorgenommen. Mehr als 628 Millionen Euro haben wir unserem Etat im Auswärtigen Amt dazugefügt. Und wir stehen heute, Doris Barnett hat es gesagt, bei 5,23 Milliarden Euro, ein Maximum, ein Höchstmaß, das wir bisher noch nicht hatten. Wir haben die Mittel in der humanitären Hilfe vervierfacht und wir haben die Hilfe bei der Krisenprävention verdreifacht. Lieber Herr Noripur, Sie haben das so gesagt, nicht an euren Taten sollt ihr sie erkennen. Also der heilige Johannes hätte seine Freude mit uns, muss ich sagen. Wenn er diese Zahlen so hören würde, der heilige Johannes hätte seine Freude, weil diese Taten in der Tat von uns so niedergeschrieben und in den Haushalt eingebracht worden sind, die Sie gerade fälschlicherweise bezweifelt haben. Sie haben von den Früchten gesprochen, nicht? Und Sie müssen selber mal sich Ihre Früchtchen vornehmen bei den Grünen. Dann werden Sie sehen, dass da auch unendlich viel Arbeit noch da ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in der Tat viel in dieser humanitären Hilfe machen können. Wir sehen uns da auch, um das Beispiel gleich noch weiterzuführen, im Eingang mit dem Papst Franziskus, nicht? Der hat ja auch das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Und wenn vorgestern die heilige Pforte in Rom geschlossen worden ist, ist es immer noch Daueraufgabe für uns. Und da werden wir auch dranbleiben, weil wir sehen, dass die Not auf der Welt nicht geringer geworden ist und dass wir hier durchaus helfen können. Frau Barnett und ich, wir waren ja im letzten Jahr in der BKA-Ebene im Libanon, wir waren im Lager Zaatari in Jordanien und wir wissen, dass wir mit unserem Geld unendlich vieles leisten können und Barmherzigkeit, so heißt das in der alten Sprache, auch tun können. Und wir wissen auch, dass dieses Geld, das wir anwenden, auch ökonomisch gut angelegtes Geld ist. Wenn wir die Leute dort nicht halten und viel Geld ausgeben dafür, dass wir sie dort halten, dann wissen wir, dass neue Flüchtlingsströme nach Europa kommen und uns das hier viel, viel mehr Geld kosten wird. Und aus diesem Grunde bitte ich, dass hier über das Kleinliche, das Klein-Kleine, über das Gemäkel hinweg gesehen wird, die großen Ziele, die wir da haben und verfolgen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das so geschafft haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die anderen Punkte, die sind schon teilweise angesprochen worden. Ich möchte auch unsere auswärtige Kultur- und Bildungsarbeit ganz kurz ansprechen. Auch da haben wir tolle Erfolge erzielt, auch mit der Philipp-Schwarz-Initiative, wo wir in diesem Jahr schon 23 Forscher aus Syrien, insbesondere in Deutschland, beherbergen, mit Stipendien ausstatten. Ab 1. Januar kommen 24 weitere hinzu und 5 Millionen haben wir noch Spielraum, dass wir auch da noch Gutes anrichten können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Punkt, der mir auch am Herzen lag, war die finanzielle Ausstattung des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge. Da haben wir in den letzten Jahren etwa 13 Millionen Euro im Haushalt gehabt. Und in diesem Jahr stocken wir auf um 3 Millionen auf dann 16 Millionen. Warum? Weil wir auch darin eine Verpflichtung sehen, dass wir in ganz vornehmer und würdevoller Weise die Kriegsgräber und die Kriegsgräberstätten in vielen Ländern Europas und darüber hinaus pflegen und die Erinnerung an diese unselige Zeit auch in würdevoller Weise aufrechterhalten. Die Aufgaben steigen. Die Bundesregierung weist dem Volksbund immer wieder neue Länder zu, die betreut werden sollen, wo Kriegsgräber, Friedhöfe angelegt werden sollen. Und die Einnahmen sinken, weil immer weniger Geld eingesammelt wird, immer weniger Vermächtnisse gemacht werden. Und da steigen wir in der Tat ein. Wir danken auch der neuen Führung, dass jetzt der Volksbund wieder auf gutes Niveau kommt und die inneren Streitigkeiten aufhören. Ich danke also dem ersten Vorsitzenden, Herrn Schneiderhahn, und auch seinem Stellvertreter, dem Landrat Richard Reisinger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe am Anfang kurz diesen Zeitraum vor 25 Jahren beleuchtet. Wenn wir uns das ein wenig zurückschauen noch, dann muss man sagen, in den letzten 25 Jahren gab es 4 Außenminister. Guido Westerwelle war 4 Jahre im Amt, Klaus Kinkel fast 7 Jahre, Joschka Fischer auch 7 Jahre und Frank-Walter Steinmeier jetzt auch 7 Jahre. Da kommt einer, Herr Noripur, auch die Assoziation mit dem Alten Testament, nicht 7 Jahre, 7 gute Jahre, 7 fette Jahre
und 7 magere Jahre habe ich mir dazu rausgeschrieben. 7 magere Jahre würde ich am ersten Mal mit Joschka Fischer in Verbindung bringen, aber das tue ich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Und die Zeit von Frank-Walter Steinmeier, meine sehr geehrten Damen und Herren, die war doch geprägt, dass es 7 turbulente Jahre waren. Und deswegen keine neue. Das Ergebnis kommt erst am Schluss, Herr Minister. Dass es 7 turbulente Jahre waren, dass wir in keine neuen Konflikte hineingezogen worden sind, dass es Ihr Beitrag auch war, dass der Minsker Vertrag und der Minsker Prozess fortentwickelt werden konnte, dass das Blutvergießen dort in ganz gravierender Weise eingestellt werden konnte. Ein Hochpunkt Ihrer Arbeit war ganz gewiss auch, den Konflikt mit dem Iran, Atomabkommen zu schließen und den Iran wieder auf die Weltbühne zurückzubringen und vieles andere mehr. Die humanitäre Hilfe habe ich genannt, die Kulturförderung müsste ich nennen. Nein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine liebe Frau Präsidentin, also die 7 Jahre von Frank-Walter Steinmeier möchte ich zu den 7 fetten Jahren, zu den 7 guten Jahren, heißt das übersetzt, zählen. Und ich danke auch Ihnen sehr herzlich. Es ist heute ja Ihr letzter Haushalt, den Sie mit uns zusammen gestalten. Ich danke für die faire, für die kollegiale und für die freundschaftliche Zusammenarbeit. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Für Ihre neue Aufgabe wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und Gottes Segen. In der Oberpfalz, in meiner Oberpfälzer Heimatsprache sagt man, vierte, behüte dich Gott. Alles Gute. Vielen Dank, Alois Karl. Für die Würdigung haben Sie jetzt noch ein paar Sekunden mehr bekommen. Und jetzt hat der turbulente Außenminister das Wort. Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier.